Fußball-Deutschland fiebert dem ersten EM-Auftritt der Nationalmannschaft entgegen. In etwa einer halben Stunde beginnt das Auftaktspiel der Deutschen gegen Portugal. Allein auf der größten deutschen Fanmeile in Berlin werden mehrere hunderttausend Menschen das Spiel verfolgen. Auch in Lemberg sind tausende deutsche Fans. Sie haben den weiten Weg in die Westukraine auf sich genommen. Das Revier ist markiert. Heute früh auf dem Zeltplatz vor Lemberg. Die Nacht war kurz, aber die Stimmung ist gut. Fest in deutscher Hand ist diese Seite des großen Fanlagers. Am Morgen vor dem ersten Spiel der Mannschaft herrscht hier Zuversicht. Ja, wir hoffen natürlich ein tolles Spiel und natürlich einen Sieg, ne? Da wäre die Stimmung hier am besten. Dann geht's hier dann richtig ab. Das Allerbeste, sagen sie, auch die Lemberger halten heute zur deutschen Elf. Also wir hatten schon welche, die gesagt haben, Finale Ukraine gegen Deutschland, das wäre das Perfekte. Und über den Sieger haben wir uns noch nicht geeinigt. Während das deutsche Lager noch aufsteht, sind die Portugiesen längst in der Stadt mit dem Nachtbus aus Warschau, aber kein bisschen müde. Alle Interviewversuche scheitern, sobald sie hören, dass das hier das deutsche Fernsehen ist. Später sind auch die deutschen Fans da. Lemberg erlebt eine Art European Song Contest. Aber die Portugiesen sind eindeutig melodischer. Ich habe gehofft 2-0. Und ja, aber 2-1, wenn die Portugiesen weiter so viel Stimmung machen. Das zweite Spiel der Gruppe B fand heute in Kharkiv statt. Hier ist die Oppositionspolitikerin Julia Timoschenko inhaftiert und seit einem Monat im Krankenhaus. Ihretwegen boykottieren mehrere europäische Regierungen die Vorrundenspiele in der Ukraine. Auch Bundeskanzlerin Merkel bleibt dem Spiel in Lemberg heute fern. Beim Spiel gegen Portugal setzt Bundestrainer Joachim Löw auf viele Spieler, die bei der WM 2010 überzeugen konnten. Allerdings wird im Sturm überraschend Gomez statt Klose auflaufen. In der Innenverteidigung vertraut Löw auf den Dortmunder Mats Hummels statt auf Per Mertesacker. Dichte Wolken im Westen der Ukraine. Die Fußballfans suchen Schutz vor dem Regen. Zum Abend hin hat sich das Wetter in Lemberg stark verschlechtert, nicht aber die Stimmung und Zuversicht der deutschen Fans auf dem Weg zum Stadion. Die Laune wird immer besser, weil die Spannung steigt, endlich wieder hier EM. Und ich denke, das ist genau unser Wetter. Und gegen Portugal sahen wir bis jetzt nie schlecht aus. Was tippst du? 3-2. Warum? Fritz-Walter-Wetter. Fritz-Walter-Wetter heißt, wir siegen. Dieser Mann wird etwas dagegen haben. Portugals Superstar Cristiano Ronaldo und sein Team trafen vor einer Stunde als erstes in der Arena Lemberg ein. Wenig später folgte der DFB-Tross mit einigen Überraschungen in der Aufstellung. Miroslav Klose wird an seinem 34. Geburtstag nicht in der Startelf spielen. Mario Gomez ist zunächst die einzige deutsche Sturmspitze. In der Innenverteidigung hat sich der Bundestrainer anstelle von Mertesacker für den Dortmunder Mats Hummels entschieden. Weniger überraschend ist der Start von Bastian Schweinsteiger, der seine Wadenverletzung auskuriert hat und gut gelaunt und ebenso motiviert wie Joachim Löw ins Spiel gegen Portugal gehen wird. Im ersten Spiel der Gruppe B trafen die beiden nächsten Gegner der deutschen Elf aufeinander, die Niederlande und Dänemark. Dabei gab es im ukrainischen Kharkiv eine überraschende 0-1 Niederlage für die Niederlande. Bereits gestern Abend hatte Russland im zweiten Spiel der Gruppe A in Breslau Tschechien mit 4-1 besiegt. Damit übernahm die Mannschaft von Nationaltrainer Dick Advokat die Tabellenführung.